Wo bin ich hier? Schätze, ich drücke den mit der Seebrille. Da passiert nichts. Ist der kaputt? Komisch. Was passiert hier? Wow, ich sehe richtig gut aus. Dieser Look steht mir. Es war nur ein Traum. Ich bin immer noch ein Nerd. Wow, alle in diesem Magazin sehen so toll aus. Haben die ein Glück? Ich wünschte, ich wäre so modisch. Oh, interessant. Das gibt's nicht. Süße, du musst dringend was an den Augenbrauen machen. Schnapp dir eine Pinzette und fang an. Wurde ich gerade von einem Magazin beleidigt? Ich meine, ist doch nicht so schlimm, oder? Wahrscheinlich sollte ich doch was unternehmen. Aber was? Ich habe keine Pinzette. Oh, mein Mäppchen. Vielleicht finde ich hier was Brauchbares. Kleber? Nee. Oh, eine Augenbrauenbürste. Nein, das klappt nicht. Es gibt nur eine Sache. Ich muss shoppen gehen. Wow, all diese Produkte. Hier muss es doch eine Pinzette geben. Wo sind sie? Aha. Oh, wow, so viel Auswahl. Oh, die sind perfekt. Die werden die Arbeit erledigen. Bald werde ich zwei Augenbrauen haben. Was für ein Tag. Ich nehme die hier bitte. Sicher, das sind... Wow. Reicht das? Nein, die kosten 50 Euro. Für eine Pinzette? Kann ich mir nicht leisten. Hey, ich kann dir helfen. Benutze einfach Münzen zum Augenbrauenzupfen. Vertrau mir. Okay, tut das weh? Nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Drücke einfach die Münzen zusammen und klemme das Haar ein. So kannst du sie einfach zupfen. Bin ich froh, dass wir hier einen Staubsauger haben. Wir sind fertig, schau mal. Wow, das ist ja großartig. Danke. Kein Problem. Fast fertig. Mama sagt, ich muss mich um meine Haare kümmern. Oh, ein riesiger Pickel. Nein, ich darf nicht drücken. Vielleicht nur ganz kurz. Aber das war echt aufregend. Ich sollte den Dreck abwischen. Ist so cremig. Schon besser. Zeit fürs Bett. Ah, so gemütlich. Oh, ich habe so gut geschlafen. Alles ist so verschwommen. Wo ist meine Brille? Schon besser. Nein, ist es nicht. Mein Gesicht ist voller Pickel. Was soll der Lärm, Schatz? Ich meine, hi, Schatz. Ich sehe schrecklich aus. Okay, wir müssen was tun. Du brauchst nur etwas Make-up. Keine Sorge. In der Regel reicht schon ein bisschen Concealer aus. Glaubst du wirklich? Nein. Niemals! Schauen wir weiter. Oh, das könnte helfen. Was ist das? Das sind Pickelkleber. Die sind echt praktisch. Ich klebe sie einfach auf deine Pickel. Zum Glück haben wir viele davon. Wir werden sie brauchen. Das war's? Entspann dich noch nicht ganz. Okay, nimm sie ab. Sie lassen Pickel verschwinden. Schluss mit Akne. Schau selbst. Wow, was für eine Art von Zauberei ist das bitte? Großartig, danke Mama. Gern geschehen, Schätzchen. Ich liebe dich. Toller Sportunterricht, Klasse. Ab in die Duschen mit euch. Ich stinke echt. Ich freue mich schon so drauf. Beeil dich. Hupsi. Ah, das tut gut. Oh oh, los. Hey. Seltsam. Na, egal. Ich zieh mich besser an. Ich kann nicht im Handtuch rumlaufen. Meine Kleider. Wo sind sie hin? Oh nein. Das ist gar nicht gut.
Moment. Ich nehme den und den. Sieht irgendwie ganz gut aus. Haha, stell dir nur vor. Konzentration. Es muss doch etwas zum Anziehen geben. Oh, diese Yogamatte könnte helfen. Sie hat die richtige Länge. Ups, ich hoffe, mich sieht niemand. Das ist echt peinlich. Hä? Was ist das? Wow, genau, was ich brauche. Mich darf nur niemand sehen. Nur noch ein kleines Stückchen. Wow, was für Muskeln. Vielleicht treibt mein künftiger Freund ja auch Sport. Fast geschafft. Hey, psst. Gut, ich nehme sie einfach. Schon besser. Fehlen nur noch Hosen. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich hab's. Zeit für ein paar Änderungen. Ich schneide einmal durch den Hoodie. Ich muss ganz vorsichtig sein. Sieht gut aus. Jetzt kann ich es umdrehen und es als Rock tragen. Ich stecke es hinten zusammen und befestige ihn mit einem Gürtel. Echt niedlich. Hm, vielleicht sollte ich das zu meinem Beruf machen. Ah, ab zum Unterricht. Was für ein toller Streich. Das gibt's nicht. Wie hat sie das geschafft? Hä? Was ist denn hier passiert? Ehrlich gesagt will ich es nicht wissen. Oh, ein Kunde. Hallo. Hey. Hm, was will ich haben? Ich nehme diesen Kuchen bitte. Okay. Wo soll ich mich hinsetzen? Hm, ich liebe Kuchen. Oh, Alex, hi. Er ist so lustig. Ich hoffe, sie hat mich nicht gesehen. Darf ich mich zu dir setzen? Sorry, aber der Platz ist nicht frei. Meine Tasche, weißt du? Oh, okay. Kein Problem. Das war gemein. Hier, noch ein Stück Kuchen hilft. Ich weiß nicht. Mehr! Alles begann mit einem kostenlosen Kuchen. Das war der beste Tag meines Lebens. Nein, danke. Ich wollte dich nur aufmuntern. Wow. Ich liebe dein Make-up. Oh, danke. Kannst du mir zeigen, wie das geht? Du brauchst nur Gabel und Löffel. Du machst Witze, oder? Nein, lass uns loslegen. Platziere den Löffel über deinem Auge und trage am oberen Rand entlang Eyeliner auf. Fülle den Rest einfach freihändig aus. Es geht total schnell und einfach. Nun zur Gabel. Halte sie in einem Winkel und male zwischen den Zinken. Das erzeugt einen Flügeleffekt. Jetzt muss ich nur noch über die Kanten des Lids fahren. Okay, kommen wir nun zum Glitzer. Das sieht einfach immer gut aus. Fertig. Lass mich doch die Haare richten. Wow, das sieht richtig großartig aus. Ich fühle mich so hübsch. Danke. Kein Problem. Und nun los. Stimmt. Hey, Alex. Wow. Gabby, ich habe dich vorhin ja gar nicht gesehen. Willst du mit mir zu einer Party gehen? Oh, die sieht lustig aus. Ja, warum nicht? Ich habe ein Date. Wow, Alex hat mich um ein Date gebeten. Ich freue mich schon so. Aber das kann ich auf keinen Fall anziehen. Aber was dann? Oh, wo sind meine ganzen Kleider? Ich muss echt mal wieder shoppen gehen. Hey, Schwesterherz. Schau, ich bin Modedesigner. Hey, das gehört mir. Oh, du ruinierst alles. Aber das sieht doch hübsch aus. Schau nur. Mir gefällt es. Ich habe das hier benutzt. Ein Spielzeug? Toll. Das ist kein Spielzeug, schau. Es bringt alles zum Funkeln und Glänzen. In Paris ist das voll im Trend. Juh, Mode-Ikone zu sein ist nicht einfach. Das sieht umwerfend aus. Du bist echt talentiert. Das hast du dir verdient. Oh, danke. Ich glaube, ich bin bereit für mein Date. Wünsch mir Glück. Machen wir diese Haarspange ein bisschen interessanter. Ich benutze diesen 3D-Stift, um eine Spirale auf dem Clip zu erstellen. Dann füge ich etwas Höhe hinzu.
Das sieht toll aus. Ich denke, das sollte reichen. Jetzt klemme ich es in mein Haar. Wie findest du's, Wendy? Ich liebe es. Sieht toll aus. Bereit? Warte. Darf ich drücken? Bitte. Bitte. Bitte, bitte. Okay, mach halt. Dann los. Sollte hier nicht was passieren? Ja, das ist seltsam. Ich versuch's nochmal. Komm schon. Vielleicht ist der kaputt? Oh, sollen wir einfach nach Hause gehen? Oh, Kopfhörer, danke. Ich liebe dieses Lied. Komm schon, du blöder Knopf. Sinnlos. Moment mal, wo hast du die her? Hey, Jasmin. Juhu. Mann, wie unhöflich. Vielleicht hilft das. Jasmin. La 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 la. Ihr Ernst? Ich hab's. Das funktioniert auf jeden Fall. Das wird laut. Huh? Komisch. Was stimmt da nicht? Wow! La 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 la. Was ist passiert? Das benutze ich nicht nochmal. Ich hab noch eine Idee. Ich leihe das nur kurz aus, wirklich. Hey, ich brauche deine Hilfe. Oh, vergiss es. Also, lustige Geschichte. Her damit. Ich hoffe, das war alles. Tut mir leid. Oh yeah, woohoo. Jasmin, komm schon. Was soll ich nur tun? Oh, ich hab's. Das hätte mir schon früher einfallen können. Zuerst male ich einen Kreis. Aber ich lasse ein kleines Loch im Inneren. Und nun fülle ich ihn aus. Ich bleibe einfach innerhalb der Linien. Fast fertig. So, das sollte reichen. Und nun male ich vertikale Linien. Es darf nichts frei bleiben. Das ist echt entspannend. Ich spüre förmlich, wie sich der Stress löst. Okay, nun zum nächsten Teil. Ich male Linien über die Form. Das erzeugt einen Rahmen. Und das gleiche auf der anderen Seite. Und dann fülle ich es aus. Das lege ich erstmal beiseite. Nun zum nächsten Teil. Ich male ganz viele Linien eng nebeneinander. Ich will ein langes Stück Plastik erzeugen. Noch ein kleines bisschen. Das ist perfekt. Ich biege es etwas, solange es noch weich ist. Dann wird der Kreis angebracht. Meine Kopfhörer passen in die Aussparung. Jetzt habe ich meine ganz eigenen Kopfhörer. Was für ein Lied. Jasmin, schau. Huh? Wow, die sind echt cool, Wendy. Ich weiß, und ein echtes Unikat. Lass uns tanzen. Moment mal, nein. Lass uns drum spielen. Vorsicht, ich bin ein echter Profi. Du bist gut. Das ist echt intensiv. Gib auf. Huh. Wendy ist abgelenkt. Du hast geschummelt. Wow, schau nur. Oh, was passiert hier? Wo sind wir? Und was ist hier los? Schau mich nicht so an. Puh, echt heiß hier. Ich weiß. Moment mal. Was ist das? Ein Skorpion? Wie hässlich. Jasmin, was machst du denn? Wo ist es hin? Ich bin total verwirrt. Geht's dir gut? Ich will einfach nur Wasser. Ach, egal. Oh, es ist so warm. Vielleicht kann ich Schweiß aufsammeln. Echt jetzt? Hey, ist doch auch Wasser. Meine Manieren. Willst du auch was? Danke. Ich hab so Durst. Was ist das? Das ist komisch. Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Ich dachte, das gibt's nur in Filmen. Wow! Oh, schon besser. Schau mal, eine saftige Wassermelone. Genau, was ich brauche. Oh, sie riecht so gut. Oh, komm schon. Was für eine Enttäuschung. Vielleicht hilft das hier. Was machen wir damit? Warte, ich habe eine Idee. Zuerst male ich eine Mondform.
Dann fülle ich es mit vertikalen Linien. Dazwischen lasse ich etwas Platz. Nun male ich ein helleres Grün unter die Mondform und arbeite mich langsam nach unten. Okay, das reicht. Nun kommt Rot dazu. Ich folge dem gleichen Muster, aber werde immer enger. Es wird wie eine Wassermelone aussehen. Siehst du? Nun die Details. Das ist der einfache Teil. Ich male einfach schwarze Kreise. Überall auf dem roten Bereich. Okay, unten am Dreieck muss ich ein Loch machen. Ich mache noch mehr Wassermelonenscheiben und staple sie übereinander. Dann fädle ich ein Plastikband durch die Löcher und befestige es. Sie ergeben einen Fächer. Perfekt für diese Hitze. Wow, das wird uns etwas abkühlen. Was für eine kühle Brise. Oh mein Gott, Jasmin? Tut mir so leid. Reingelegt, das habe ich hinter einem Felsen gefunden. Warum tust du mir das an? Nicht lustig. Wenigstens habe ich einen Fächer. Bereit? Komm schon. Oh, das war knapp. Ja, gewonnen. Ich darf drücken. Was für ein süßes Outfit. Und hübsche Blümchen. Die riechen echt gut. Das ist toll. Hallo, Wendy. Oh mein Gott, schau dir den Ring an. Jasmin, hab dich gar nicht gesehen. Was machst du da? Oh, so romantisch. Machst du Witze? Das reicht, der gehört mir. Nein, mir. Her damit. Niemals. Wisst ihr, vergesst es einfach. Hör auf. Du hast ihn kaputt gemacht. Wo ist der Diamant? Warum hast du das getan? Heul nicht. Das hätte der glücklichste Tag meines Lebens sein sollen. Bitte hör auf zu weinen. Ich wusste es. Hör bitte auf. Ich bekomme nie schöne Sachen. So unfair. Ich mache meinen eigenen Schmuck. Hä? Warte mal. Vielleicht kann ich helfen. Zuerst gebe ich etwas Kleber auf den Ring. Und lasse ihn kurz antrocknen. Dann tauche ich ihn in das Glitzer. So bekommt er etwas Glanz. Wow! Wendy, der ist für dich. Ein Ring? Für mich? Natürlich. Du machst mich so glücklich. Er ist so schön. Das ist für dich. Wow, danke. Wie findest du's? Ich liebe es. Wirklich lieb von dir. Wir sehen toll aus. Gute Arbeit. Hä? Mein Test wurde jetzt schon benotet? Oh nein! Wow, was zum... Ha, richtig. Ich bin hier, Baby. Haha, ich bin die Beste. Das wisst ihr ganz genau. Komm schon. Ich kann meine Haare nicht durchbürsten. Wow, dieses Rad dreht sich ja. Scheint, als sei es auf einer Braut gelandet. Oh, süß. Das werde ich sowas von gewinnen. Wie du meinst. Ja, ich sehe großartig aus. Die absolut schönste Braut. Okay, ich fange besser an. Ich habe diesen Lipgloss. Er glitzert und schimmert sogar. Ich trage etwas davon auf meine Lippen auf. Oh mein Gott. Sie benutzt Lipgloss? Was für ein Anfänger. Ich benutze dieses tiefe Rot. Oh, der Schleier ist im Weg. So, schon besser. Okay, das reicht mit dem Gloss. Was macht sie denn da drüben? Igitt, der Lippenstift hängt ihr total an den Zähnen. Kein guter Look. Naja, das ist ja ihr Problem. Zeit, meine Palette auszupacken. Ich liebe diese Farben. Ich will ein ganz natürliches Braut-Make-up. Ich kann nicht glauben, dass sie so viele Farben hat. Naja, egal. Ich habe auch eine Palette. Es sind nicht so viele Farben, aber die brauche ich auch nicht. Okay, Zeit für einen Schwamm. Ich benutze den hier. Blau ist immer eine gute Farbe. Oh, natürlich, meine Brille.
Teufel, wo kommt das ganze blaue Pulver her? Komm schon, Blau, auf mein Gesicht mit dir. Oh, jetzt habe ich auch überall Blau an mir. Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Stimmt, ich brauche noch mehr Blau. Ich verteile einfach dieses Hellblau auf meiner Haut. Ich will es überall auf dem Gesicht auftragen. Oh, es fängt schon an zu trocknen. Perfekt. Und nun zum Hals. Und nicht nur Nacken und Hals. Ich male es auch auf meine Schultern. Okay, ich bin komplett in Blau gehüllt. Und nun mehr Farben. Ich verwende diese lila Farbe in den Augenwinkeln. Und zwar nicht nur von außen, sondern auch von innen. Und nun male ich zwei Linien auf meine Nasenspitze. Toll, Zeit zu schwarz zu wechseln. Direkt über das Lila. Jetzt brauche ich eine dünnere Spitze. Ich male ein paar längere Wimpern auf meine Haut und füge etwas mehr Schwarz auf meiner Nase hinzu. Und dann auch noch auf der Innenseite meines Nasenlochs. So, das sieht schon gut aus. Zeit, zu einem anderen Pinsel und Make-up zu wechseln, aber immer noch in Schwarz. Ich tupfe es auf meine Wangen und dann auf meine Stirn. Ich muss auch ein bisschen an meinem Mund und Kiefer entlang fahren. Und zurück zu meinem feinen Stift für ein paar weitere Linien. Ich brauche sie so ziemlich überall, wo ich das Schwarz aufgetupft habe. Jetzt zu den Lippen. Ich muss diesen Liner benutzen. Ich muss die Lippenränder nachfahren, weil sie so blau sind. Ich möchte aber nicht die ganze Lippe mit diesem Liner bemalen. Nur die Ränder sollten ausreichen. Okay, Zeit für den Lippenstift. Wisst ihr, was ich jetzt brauche? Falsche Wimpern. Das Make-up ist fertig. Zeit für das Hairstyling. Toll, eine schöne, gruselige Gothic-Braut. Ich habe eine schwarze Rose. Hier. Hä? Was zum... Oh mein Gott, ich will nicht hinschauen, aber ich muss... Ah, hier ist ein gruseliges Skelett. Hilfe! Ach du meine Güte, sie ist echt leichtgläubig. Na gut, ich beruhige sie besser. Hey, hör auf zu schreien. Das ist nur Make-up. Mein Gott, du bist echt gemein. Du hast mich total erschreckt. Ich kann nicht glauben, dass du so ein Braut-Make-up gemacht hast, du Spinner. Okay, meine Brille ist jetzt sauber. Hey, nein, ich wollte drehen. Hey, nein, ich sagte ich. Ich habe zuerst gedreht, dein Pech. Nimm deine Hände weg. Ich bin an der Reihe. Hey, Moment mal. Scheint, als wäre schon etwas ausgewählt. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Ich habe all diese Buntstifte. Okay, ich mache mich direkt an die Arbeit. Hä? Der funktioniert nicht. Ich probiere es mal mit dieser Farbe. Komm schon! Oh. Hört zu, keine Panik. Ich habe noch mehr Farben zur Auswahl. Ehrlich gesagt scheint sie mir als hoffnungsloser Fall. Ich habe natürlich meine eigenen Farben. Zeit, sie rauszuholen. Warum malen diese Farben nicht auf meiner Haut? Und tupf. Hä, was ist das? Hast du gerade ein Herz auf meine Wange gestempelt? Wow, gib mal her. Nur zu, schätze ich. Wow, ich liebe diese Herzen. Ich will sie überall. Ich wusste, dass sie damit total durchdrehen würde. So vorhersehbar. Aber jetzt bin ich bereit für mein eigenes Make-up. Ich beginne mit dieser hübschen rosa Farbe und trage sie unter meinen Brauen auf. Es sollte schön gleichmäßig verteilt werden. Jetzt kommt diese dunklere Farbe. Sie geht in Richtung Magenta. Es handelt sich aber um ein Puder, keine Flüssigkeit. Ich verteile es unter dem helleren Rosa, das inzwischen getrocknet ist. So, das sollte reichen. Nun zu meiner Geheimwaffe, diese Sprühflasche. Ich besprühe meinen Pinsel, bis er schön feucht ist. Und nun fahre ich unter meiner Schminke entlang. Das erzeugt eine schöne, scharfe Linie. Dann kann ich mehr von dem ersten Rosa auftragen. Ich male es über das komplette Augenlid und darüber hinaus. Dann nehme ich diesen Make-up-Stift und male vom Augenwinkel hoch. Ich benutze die gleiche Farbe auch unterhalb der Augenlider. Als nächstes kommen wir zur Foundation. Ich gebe es zuerst auf meine Nase und Wangen und verteile alles gut. Nun zum Lippenstift. Ich benutze allerdings den Pinsel, denn er kommt nicht wirklich auf meine Lippen. Ich trage ihn auf meiner Nase und meinen Wangen auf. Zurück zur Foundation. Ich brauche noch eine Linie auf den Wangen. Einmal komplett nach unten bis zum Kinn und alles schön verteilen. Okay, ich habe auch auf der Stirn eine Linie gezogen. Nun wieder zum Lippenstift. Dieses Mal kommt er aber wirklich auf die Lippen. Und dann verteile ich wieder alles. Okay, das sieht schon echt gut aus. Aber ich glaube, ich brauche noch etwas Verzierungen. Tada! Mein Make-up ist fertig und es sieht fantastisch aus. Die Perlen am Rand waren definitiv die richtige Entscheidung. Oh, wie ich sehe, benutzte immer noch den Stempel für ihr Gesicht. Hey! Wow! Oh mein Gott, du siehst fantastisch aus! Wie hast du das gemacht? Ich liebe es! Okay, dieses Mal drehe ich. Ich bin echt gespannt, was es wird. Oh, wie cool! Halloween! Das wird mit Sicherheit ein Spaß. Ich bin echt gespannt. Aber was ist mit dir? Es ist ganz anders als deine übliche hübsche Schminke. Oh, mach dir um mich mal keine Sorgen.
Denkst du etwa, ich fühle mich von deinem Schminkkoffer bedroht? Nö, ich brauche das nicht. Ich habe mein eigenes Zeug, wie zum Beispiel meinen Glückslippenstift hier. Glaubt sie ernsthaft, dass der Lippenstift ausreicht? Ja, das fängt ja schon mal gut an. Ich werde ein großartiger Clown sein. Genau, na, wie gefällt dir das? Schon gut, beruhig dich. Ich muss mich konzentrieren. Nun, mir egal, ich bin auch noch nicht fertig. Ich werde zum Vampire-Clown. Junge, reiß dich zusammen. Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Was? Es soll doch gruselig werden. Okay, ich habe alles zusammengesucht und kann loslegen. Ich denke, ich beginne mit dieser Farbe. Aber zuerst muss ich mich umziehen. Und ein anderer Hintergrund noch dazu. Schon besser. Nun zum Zeichnen. Das Rot ist für eine Linie auf meinem Hals. Ich will die Linie so nach unten führen. In diese Form. So, nun zum nächsten Schritt. Ich brauche etwas Papier und Make-up-Kleber. Ich werde es an der unteren Kante ankleben. Ich brauche etwas mehr davon, damit die gesamte untere Linie gedeckt ist. So, jetzt muss es nur noch etwas antrocknen. Weiter geht es mit der Foundation. Damit male ich das Papier an, damit es zu meinem Hautton passt. Das wird etwas Zeit brauchen, um alles schön zu bedecken. Okay, das sollte reichen. Sieht schon echt gut aus. Nun brauche ich etwas Rot. Das ist perfekt. Okay, Zeit, die ganze Form anzumalen. Ich trage es einfach mit dem Pinsel auf. Ein bisschen noch. Und fertig. Und nun Schwarz. Das wird ein Spaß. Das kommt über den roten Bereich. Ich werde es auf dem kompletten Hals und unter dem Kinn auftragen. Diese Farbe ist echt dunkel. Ich liebe es. Okay, aber ich brauche noch etwas Schwarz. Oder doch was anderes? Tada, es ist nicht schwarz. Es ist ein sehr dunkles Rot. Blutrot. Ich tupfe es einfach entlang des Papiers auf. Und dann tupfe ich es noch etwas mit einem Schwamm auf. So, fertig mit meinem Halloween-Make-up. Wie findet ihr es? Gruselig genug? Ich denke schon. Hey, ich bin fertig mit meinem Look. Wie gefällt es dir? Ah! Oh mein Gott, was zum Teufel? Das Make-up ist total abgefahren. Puh, was für ein Schrecken. Welchen dieser Looks würdest du gerne ausprobieren? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und vergiss nicht, dieses Video zu liken, es mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses zu abonnieren.